Yo ho ho, hallo und so, der Sarah hier mit einer neuen Folge von Dragon Age 2. Ja, ich habe jetzt sämtliche Nebenquests erfüllt, denke ich mal, soweit. War einiges. Und ich würde gleich mal sagen, wir gehen jetzt direkt die nächste Hauptquest an, welche wäre auf der Flucht. Und ja, ihr seht es wohl, beziehungsweise habt es gerade gesehen und seht es gleich nochmal. Ich habe eine neue Rüstung an. Und zwar habe ich die von den Überresten eines hohen Drachen, den ich bekämpft habe. Das war nämlich gemeinter Gegner. Und ja, ich habe den Kampf zwar schon geschafft. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch in einer Extra-Folge noch den Kampf gegen den hohen Drachen zeigen. Weil er als der schwerste Gegner des gesamten Spieles bekannt ist. Ja. Und er war auch so ein bisschen schwieriger, muss ich gestehen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, zeige ich euch den Kampf noch. Wenn nicht, dann, ja, dann machen wir normal weiter. So. Da ist Orsino, der erste Verzauberer. Und eventuell kann es hier irgendwie ab und an zu ganz, ganz leichten Darstellungsbugs kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch sehen könnt. Oder ob nur ich die sehe und ich mich umsonst wahnsinnig mache. Ich hoffe mal, dass nur ihr die, ja, dass nur ich die sehe. Die Kommandantin will mit euch sprechen. Mhm, okay. Da war zum Beispiel ein Darstellungsbug. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Wäre nämlich doof. Und da ist die Kommandantin. Champion, willkommen. Worum geht es bei dieser dringlichen Angelegenheit? Genau. Es gab einen Vorfall in der Galgenburg. Einige Phylakterien wurden zerstört. Mehrere Magier haben die Gelegenheit zur Flucht genutzt. Wir haben die meisten der Flüchtigen wieder eingefangen, aber ich brauche eure Unterstützung, um die letzten drei zur Strecke zu bringen. Okay. Wie wurden die Phylakterien zerstört? Ein Aufruhr. Einige meiner eigenen Templer haben die Flucht organisiert, vermutlich aus Mitleid mit den Magiern. Sie haben ihre Pflichten vernachlässigt und damit letztlich die ganze Stadt gefährdet. Dankenswerterweise sind die meisten zu ihren Familien geflüchtet und haben keinen Widerstand geleistet. Die letzten drei jedoch haben sich als schwieriger erwiesen. Gut. Es überrascht mich, dass ihr euch an mich wendet. Eben. Wir waren nicht immer einer Meinung. Ich habe euch gebeten, diese Flüchtigen zu fassen, damit ihr mit eigenen Augen seht, womit wir Templer es tagtäglich zu tun haben. Wenn ihr ihnen danach immer noch Gnade zubilligen wollt, sagt mir Bescheid. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin beruhigt. Nach dem Debakel auf dem Markt hatte ich mit Widerstand gerechnet. Sprecht mit den Familien dieser Magier. Bringt in Erfahrung, wo sie sich verbergen und findet sie, bevor sie etwas anrichten. Ihr werdet feststellen, dass Gefängnis oder Tod bisweilen das Einzige sind, was wir tun können. Sprecht mit Elsa, meiner Assistentin. Sie kann euch alles über die Flüchtigen erzählen, was ihr wissen müsst. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Champion. Irgendwie sind hier einige Dialoge etwas abgehackt. Ich habe nichts weggeklickt oder so, ja? Irgendwie sind die Soundfiles nicht ganz vollständig. Doof, aber leider nicht mehr ändern. Guten Tag, Champion von Kirkwall. Kommandantin Meredith hat mir mitgeteilt, dass ihr die Abtrünnigen im Namen der Templer suchen werdet. Mir scheint... Huon, Emil und Evelina. Mir scheint, sie ist eine Besänftigte. Das... Oder ist sie keine? Warum hat Meredith eine Besänftigte als Assistentin? Doch, ja. Sie protzt mit ihrer Macht über die Magier und stößt uns voller Wonne mit der Nase darauf. Die Kommandantin hält besänftigte Magier für effizient und unermüdlich. Und ich bin ganz besonders gut organisiert. Ja, da seht ihr mal einen besänftigten Magier. Sie haben absolut keine Emotionen mehr. Ihnen wurde... Ja, ihre Stirn wurde mit Lirium geprägt. Mit reinem Lirium. Und deswegen diese Scheißen. Und besänftigte... Ja... Besänftigen. Bei diesem Vorgang werden alle Emotionen ausgelöscht. Ich hoffe, ich habe das so noch richtig in Erinnerung. ja. Und. Ja.
das damit wir wollen die Templer besonders widerspenstige Magier ruhig stellen. So. Erzählt mir von Huon. Huon ist ein Elf. Er wurde vor 10 Jahren aus dem Gesindeviertel geholt. Seine Frau okay. Lisa arbeitet für eine Schneiderin in der Unterstadt. Okay. Haben die Templer sie schon befragt? Ja. Nisa hat ausgesagt, Huon seit seinem Beitritt zum Zirkel nicht mehr gesehen zu haben. Hm. Könnte Huon sich unter den anderen Elfen im Gesindeviertel verstecken? Die Suche der Templer blieb ohne Ergebnis. Die Templer sind der Ansicht, dass nur wenige Elfen es wagen würden, ihn zu verstecken. Mhm. Huon wurde vor vielen Jahren fortgebracht. Die meisten Einwohner des Gesindeviertels kennen ihn nicht einmal. Gut, wer ist Evelina? Was wisst ihr über Evelina? Evelina wurde 8 Jahre lang im Zirkel von Ferelden ausgebildet. Zuletzt hat man sie in ihrer früheren Wohnstadt bei den Flüchtlingen in der Dunkelstadt gesehen. Mhm. Wie ist sie nach Kirkwall gekommen? Evelina behauptet, sie sei vor der Verderbnis geflohen, nicht vor dem Zirkel. Sie hat nach ihrer Ankunft beim ersten Verzauberer vorgesprochen und um einen Platz im Zirkel gebeten. Hört sich nicht nach einer Flüchtigen an. Sonst noch etwas? Unseren Unterlagen zufolge hat sie Meredith um finanzielle Unterstützung für zahlreiche Kinder ersucht, die ebenfalls der Verderbnis entkommen konnten. Mhm. Haben die Templer sie in der Dunkelstadt gefunden? Ja, sie haben sie aufgespürt, aber sie hat mehrere Verfolger getötet. Die Templer halten sie für die gefährlichste der Abtrünnigen. Mhm. Was wisst ihr über Emil? Der zweite Abtrünnige ist Emil de Lancey, 5. Sohn des Comte de Lancey. Mhm. Aus der Oberstadt. Überaus streitlustiger und empfindlicher Adel. Ah. Dann sitzen sie beisammen und verfassen Beschwerden. Okay. Was haben sie den Templern gesagt? Der Comte und die Comtesse sagen, dass sie Emil zuletzt als Kind gesehen haben. Hm, okay. Im Moment habe ich alle Informationen, die ich benötige. Viel Glück bei eurer Suche, Champion von Kirkwall. Gut, okay. Wir müssen also diese 3 flüssigen Magier finden. Und natürlich könnt ihr damit rechnen, dass ich diese Magier... Naja, ich glaube, wir werden sie zur Strecke bringen müssen. Jedenfalls wird die Kommandantin das wollen, da die Phylakterien zerstört wurden. Was das bedeutet? Ganz einfach, diese Phylakterien sind dazu da, um Magier wiederzufinden. Deswegen sind die besonders wichtig. Ach genau, da habe ich noch eine kleine Nebenquest auf der Flucht. Dunkelstadt. Auf geht's. Finden wir den ersten Flüchtigen. Ihr könnt aber sicher sein, dass ich die nicht zur Strecke bringen werde, weil ich möchte in diesem Lauf, möchte ich die Magier vertreten, nicht die Templer. So. Walter. Ach, das ist doch der Junge. Oder ist er... Ach nee, Quatsch, der wir ist das. Haben hier nichts, sorry. Was ihr brauchen könntet. Geht zurück in die Oberstadt und lasst uns in Frieden. Hm. Lebt Evelina hier? Und warum seid ihr hier? Das genau. Ist unser Zuhause, ebenso wie das ihre. Evelina hat alles mit uns geteilt. Evelina hat uns gefunden, als die dunkle Brut kam, als unsere Eltern starben. Sie hat uns sicher nach Kirkwall gebracht. Ich vermisse sie. Aber als sie hier zum Zirkel ging, nannten sie sie Abtrünnige, weil sie den Turm in Ferelden verlassen hatte. Sie haben sie eingesperrt. Die Stimme von dem Jungen ist aber sehr unpassend. Also nicht von Walter, sondern dem Jungen hinter ihm. Ihr kamt aus Ferelden? Ja. Bis wir hier ankamen, dachte ich, wir hätten als Einzige überlebt. Okay. Habt ihr sonst keine Familie? Alle sind bei der Verderbnis gestorben. Evelina hat jeden Tag neue Kinder aufgenommen, so viele sie retten konnte. Mhm. Wollte sie nicht in Freiheit bei euch bleiben? Sie wollte nicht, dass wir in der Dunkelstadt enden. Sie wollte uns ein richtiges Leben ermöglichen. Mhm. Sie dachte, der Zirkel würde ihr helfen. Aber die haben sie einfach weggesperrt. Das ist natürlich nicht gut. Wissen die Templer, dass ihr hier seid? Das ist ihnen egal. Sie wollen nur Evelina. Mhm. Wenn ihr mir sagt, wo Evelina ist, versuche ich alles, um ihr zu helfen. Mhm. Ihr könnt mir vertrauen. Niemand kann ihr helfen.
Die Templer haben Evelina wütend gemacht. Deshalb hat sie sich verändert. Es war nicht ihre Schuld. Als es vorbei war, hat sie sich geschämt. Sie lief in den Tunnel und hat sich versteckt. Sei still, Grille, erzähl ihnen das nicht. Sie ist in der Kanalisation? Ihr könnt da nicht hin. Sie würde wissen, dass wir geredet haben und wäre wütend auf uns. Wütend? Ich mag nicht, wenn sie wütend ist. Wir müssen uns verstecken. Grille! Also, der Junge hat eine absolut unpassende Stimme, muss ich jetzt mal sagen. Da hat BioWare, genau, BioWare mit der Synchronisation geschlampt. Und ich möchte auch zu Dragon Age 2 sagen. Was ich nicht so gut finde, ist eben wirklich, dass ich so wenig Gelegenheit habe, was zu sagen. Die ganzen Gespräche da. Aber das hat halt auch Dragon Age Origins Beta auch an sich, wenn ich es dann spielen werde. Deswegen müsst ihr auch da damit rechnen, dass ich nicht ganz so viel sagen kann, werde. Ja. Wird halt ein bisschen und so. So, gut, dann los geht's. Ein paar Schatten, ne? Ja, Varric hat übrigens jetzt auch noch eine neue Fähigkeit gelernt. Präzision. Für mehr Angriff. Also, mehr Songs zu treffen. Zack, zack. Einmal hier. So. Ja, Varric ist einer der Besten. Vor allem, weil Bianca, seine Armbrust, stärker wird im Laufe der Zeit. So. Und er sollte mal endlich dafür sorgen, dass er nicht mehr angegriffen wird. War's das? Gut, das war's. Wunderbar. Dann nehme ich mir hier alles mit. Versteht mich nicht falsch, dass ich kein Manko am Spiel, dass ich nicht viel zu Wort komme, ist halt ein Spiel mit viel gesprochenem Text und deswegen... Fall. Ha, ha. Damit legt er mich nicht mehr rein. Uff, aber damit. Okay. Ein Dämon des Zorns. Den schnappt sich Abelin mal gleich. So. Erstmal bekämpfe ich die einfachen Schatten hier. So. Tja. Wunderbar. Dann zum Dämon des Zorns. Beziehungsweise erstmal weitere von den einfachen Schatten. Weil ich merke, wie viele das gerade werden. Ich hoffe auch, dass der Sound gerade stimmt. Der mir sehr lieb. So. Eine Heilung für Abelin. Hat er ja Sound, genau. Der ist auch gleich weg. Ich glaube, Schussgeschwindigkeit ist mir gerade lieber. Da. Und da. Der letzte einer der letzten Gegner. Haben wir wirklich? Ja, wollte ich schon sagen, ne? Also, unter gewonnen, verstehe ich was anderes. Einmal Luft holen. Das war's aber jetzt. Wunderbar. Gut. Ein paar Standardkämpfe hier. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich die Kämpfe aus Origins schon lieber habe, weil ich hab's doch lieber... Inventar voll. Ich habe taktische Kämpfe lieber als hier so... Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Ja. Ich finde auch schon, dass die Kämpfe hier nicht mehr so schön taktisch sind wie noch die Kämpfe aus Origins. Und ganz wichtig, sie sind viel einfacher. Da ist Walter wieder. Was machst du hier? Ich... dachte, wenn wir sie vor euch waren, würde sie nicht wütend, aber dann hat sie... Walter? Sie kommt! Lauft! Was ist... Da bist du ja.
Lauf nicht weg, Walter. Du kennst die Regeln. Was ist? Ihr werdet diese Kinder in Ruhe lassen. Genau. Ihr spielt den Helden gut, aber ich durchschaue euch. Ihr kommt aus Ferelden wie wir, aber ihr lebt von Zuckerwerk, während euer Volk in der Tiefstadt verhungert. Ich spucke auf euch, Verräter, und auf die jämmerlichen Templer, die euch geschickt haben. Kirkwall wird mir gehören, und dann haben meine Kinder eine ganze Stadt zum Spielen. Okay, sie ist ein bisschen wahnsinnig geworden. Ich meine, nun ja, irgendwie kann man sie verstehen. Aber andererseits, das, was sie vorhat, geht nun mal auch nicht, ne? So. Aua! Nein! Ah. Noch eine Welle. Sie ist aber erledigt, sehe ich gerade. So, jetzt müssen wir nur noch die normalen Schatten beseitigen. Und dann haben wir das auch erledigt. Ich müsste auch anmerken, jetzt nochmal. Bei... Wohl? Nee. Ich verstehe das nicht. Merke ich es erst gleich an. Geliebt. Sie hat uns gerettet. Warum sollte sie uns jetzt wehtun? Nun. Evelina würde dir niemals wehtun. Das war ein Dämon. Behalte sie in Erinnerung, wie sie war. Als tapfere, sanfte Frau voller Liebe. Ich versuche es. Ja, tu das. Es wird nicht aufhören. Die Templer führen unsere Hand, damit wir zu drastischen Mitteln greifen und alles nur für ihre Freiheit. Genau wie Evelina. Genau. Aber ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Er kriegt Geld. Nimm das und verwende es klug. Danke, Monsieur. Ich sollte für die anderen etwas zu essen kaufen. Sie hungern schon so lange. Tu das, das wäre gut. Ja, das war nicht mehr Evelina. Nicht mehr. Nun gut, damit ist das abgeschlossen, würde ich sagen. Beziehungsweise... Uiuiui. Ich werf mal was raus. Irgendwas kann ja weg. Zerstören. Und... Ja, zerstören. Die konnte ich ruhig rausschmeißen. Man muss da auf die Punkte achten. Beziehungsweise auf die Sterne. Ein Stern bedeutet nutzlos für diesen Charakter. Und bei den Items weiß ich genau, dass sie für alle nutzlos sind. So, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich auch schon einen Cut gleich. Denn ich habe genug aufgenommen. Ja. Und in der nächsten Folge... Ja, in der nächsten Folge suchen wir dann die beiden nächsten abtrünnigen Magier. Also, bis dahin. Tschüss.